Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Es ist Sommerzeit, es ist Erntezeit. Das Korn ist schon hoch gewachsen oder sogar schon abgeerntet. Die Äpfel hängen an den Bäumen und können auch schon geerntet werden. Manche Früchte fallen zu Boden und werden von den Tieren gefressen. Was ist, wenn in unserem Leben Erntezeit ist? Welche Früchte bringt denn mein Leben als gläubiger Christ hervor? Was sind die Früchte meines Lebens aus der Nachfolge Jesu? Paulus bringt da eine tolle Litanei. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Was für tolle Dinge! Sind das aber auch die Dinge, die durch mein Leben aus dem Glauben präsent werden, die als Früchte da sind, wenn ich mal Rechenschaft ablegen muss, wenn meine Erntezeit gekommen ist? Was sind die Früchte meines Glaubens heute, am Ende dieses Tages? Was aus dieser Litanei oder was darüber hinaus könnte heute, am Ende dieses Tages, geerntet werden? Die Erntezeit in diesem Sommer kann uns einladen, uns darüber Gedanken zu machen, was die Früchte unseres, was die Früchte meines Glaubens sind, wenn die Ernte ansteht. Lass uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, irgendwann wird auch in meinem Leben der Tag der Ernte kommen. Was sind die Früchte des heutigen Tages? Was hat mein Glaubensleben hervorgebracht? Was habe ich unterlassen? Hilf, dass ich mir immer wieder Gedanken darüber machen kann, wie die Ernte aussehen kann am Ende meines Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.